Ich bin Malerin geworden, weil ich einen handwerklichen Beruf lernen wollte. Das war so mein Wunsch. Ich habe schon in der Kindheit viel malen, zeichnen und war sehr kreativ. Meine Familie ist auch sehr kreativ. Durch das hat sich das eigentlich ein bisschen ergeben, dass ich in diese Richtung eingeschlagen bin. Ich habe an den Berufsmeisterschaften teilgenommen, damit man sich mit den anderen Ländern messen kann, vergleichen kann. Mit den anderen Kandidaten und Teilnehmern Sachen austauschen, die Lebenserfahrung sammeln und eine erfolgreiche Zeit haben und somit eigentlich die Schweiz vertreten an dieser Meisterschaft. Der Erfolg an dieser Berufsmeisterschaft bedeutet mir heute noch sehr viel. Es ist schon fast über 10 Jahre her. Aber es ist immer wieder schön, wie man darauf angesprochen wird, über das Ganze. Und es gibt gute Gespräche mit dem Umfeld. Und es ist natürlich eine gute Referenz für meine Selbstständigkeit als Malerin. Ich habe mich noch entschlossen, für die Meisterschule zu machen. Ich wollte so ein bisschen das Möglichste erreichen in meinem gewählten Beruf als Malerin, dass ich noch einen eidgenössischen Fähigkeitsausweis habe. Und so ein bisschen mit dem Hintergedanken, mich irgendwann selbstständig zu machen auf diesem Beruf. Und durch das konnte ich mir eigentlich ein gutes Fundament machen. Für Erfolg zu haben als selbstständige Malerin braucht es sehr viele Eigenschaften. Ausdauer ist sehr wichtig, Geduld ist sehr wichtig, ein Gespür für Kundenwünsche aufzunehmen und ihre Wünsche so umzusetzen, dass es für beide Seiten stimmt, mehr als Ausführerin und der Kunde zu seiner Zufriedenheit. Wichtig ist auch noch, dass man mit dem ganzen Termindruck umgehen kann, weil die Kundschaft hat sehr hohe Ansprüche.